Penis, Ganzkörperanzug für Erwachsene, Peniskostüm, Fasching, Motto, Karneval, Herren, Damen. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Adleraugen unter euch haben es schon erkannt. Nein, ich befinde mich aktuell nicht zu Hause in Wien, sondern ich bin gerade in Wiener Neustadt, denn der Auflegungsmarathon hat gestartet. Also wir haben Halloween, wir haben Donnerstag einen Feiertag, wir haben Freitag einen Feiertag, Samstag ganz normaler Fortgetag. Also ich komme eigentlich aus dem Auflegen nicht mehr heraus. Dementsprechend eine Wiener Neustadt-Woche. Völlig egal, das hält mich nicht vom Spucken ab. Das hält mich nicht vom Aufnehmen eines Videos auf. Freunde, was haben wir aktuell? Halloween, natürlich. Es gibt einige unter euch, die haben noch kein Halloween-Kostüm am selben Tag, an dem Halloween ist, und die wissen nicht, was sie machen sollen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, einfach keine Stimme mehr haben. Deswegen habe ich mir gedacht, helfe ich meiner Community, suche ich ein paar Last-Minute-Outfits heraus, die am selben Tag noch ankommen. Kaum Outfits kommen am selben Tag noch an, dementsprechend die Idee wieder verworfen. Aber ich war auf Amazon unterwegs und habe da einfach Kostüme gesehen, die an Absurdität einfach nicht mehr zu übertreffen waren. Was da für Kostüme dabei sind, da greifst du dir an den Kopf und denkst dir, bevor ich so rausgehe, gehe ich lieber nackt. Dementsprechend, liebe Leute, wir werden uns mal diese Halloween-Kostüme gemeinsam ansehen. So ein bisschen reviewen, was die Vor- und Nacht eher die Nachteile sind, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Amazon, jeder kennt es. Wir werden jetzt einfach hier mal ganz banal Halloween-Kostüm eingeben. Nein, wir werden natürlich nicht unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein. Wir wollen alle Kostüme sehen. Und wenn wir hier durchgehen, kommen wir zuerst zu einem Halloween-Kostüm Damen, Zombie, Braut, Leiche, Vampir, gruseliger Effekt, Kleid. Also so ziemlich alle Wörter, die ungefähr was mit einem Kostüm zu tun haben, wurden hier hineingepackt für 6,99 €. Wahrscheinlich ein ziemlicher Schmorn, wie wir in Österreich sagen. Und auch in Bayern sagen. Ihr wisst eh Bescheid, Bayern ist eigentlich nur eine Vergrößerung Österreichs. Ah, ich sehe schon, hier kann man sich auch Blutkonserven in unterschiedlichen Farben kaufen. Ich weiß zwar nicht, wer grünes oder orangenes Blut in sich selbst trägt, aber der sollte sich vermutlich fragen, ob er nicht irgendwo auf der Erde falsch unterwegs ist. Vielleicht zurück zu seinem Planeten sollen. Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Wir schauen mal weiter. Ja. Ritter. Natürlich richtig praktisch, als Ritter zu gehen, passt perfekt zu Halloween. Nautical Mart, das klingt irgendwie so nautisch. Also ich bin mir sicher, dass man mit dem nicht nautisch unterwegs sein kann, weil wer mit diesem Anzug tauchen geht, wird zu 100% nicht mehr auftauchen. Okay, wir schauen weiter, Freunde. Noch ganz normale Outfits eigentlich. Also noch nicht so absurd. Vielleicht hier von Wittmann ein süßes Halloween-Gespenstkostüm für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren. Wenn ihr ein Kind zwischen 3 und 4 Jahren seid, das jetzt zusieht, sollte es lieber abdrehen, denn wir kommen hier noch zu Kostümen, die eher so FSK 18, 16 sind. Also entweder du kriegst den Schlag deines Lebens und kannst dich eigentlich an Halloween verabschieden, oder du hast CBD geraucht, siehst dieses Gesicht und kannst dich an diesem Tag dann vielleicht auch verabschieden, wegen einem Horrortrip an Halloween. Also thematisch perfekt natürlich, aber okay. Es ist natürlich viel Blabla, Basic Shit dabei, wie zum Beispiel dieses Smithies Vampir Fledermausflügel in der Einheitsgröße. Also egal ob richtig fett oder viel zu dünn, jeder passt da hinein. Oder temporäre Tattoos, die man sich aufmalen lassen kann. Eine Vampirgrafin, Kinderkostüme, es wird hier einiges angeboten. Horrorhofnarr, ein Horrorhofnarr. Das wäre so ein bisschen meine Verkleidung vielleicht. Und nein. Nein. Maske, Halloween, Party, Cosplay, Kostüm, Dekoration, Muschel. Ideale Kopfmaske. Was? Also Punkt Nummer 1. Für mich ist das hier einfach keine normale Muschel. Und ich frage mich, wie das bitte eine ideale Kopfmaske sein soll. Okay, wir schauen uns das mal an. Oh mein Gott. Ich meine, von der Seite lasse ich mir ja noch einreden, dass das eine Muschel sein soll. Aber Freunde, von vorne. Ich weiß auch nicht, ob das mit Absicht ist, dass man hier nochmal etwas eingezeichnet hat. Aber das ist doch keine Muschel. Also wer hier an eine Muschel denkt, der schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich sehe da einfach was anderes. Ich meine, jeder hat so seine Interpretationen in Bildern, aber wenn das nicht eindeutig ein weibliches Geschlechtsorgan ist, dann weiß ich auch nicht mehr Bescheid. Also wäre ich jetzt gemein, würde ich sagen, ja,
wenn man mit der Person etwas haben möchte, dann ist nicht die Frage, ob man sich küssen darf, sondern ob ich kurz draufspucken und loslegen kann. Okay, das kann ich nicht drin lassen. Gut, Freunde, vergessen wir, was gerade gesagt wurde. Wir gehen da ganz wertfrei in die Geschichte hinein und lesen uns einfach mal so die Produktbeschreibung vor. Also wir wissen, es handelt sich hier um eine Dekoration, um eine Muschel und gleichzeitig um eine ideale Kopfbedeckung in der Farbe Gelb 5. Also 5 Sterne hat das Produkt. All jene, die sich dieses Produkt bestellt haben, waren zu 100% damit zufrieden. Die Frage ist nur, ob sie es aufgesetzt haben oder anderweitig benutzt. Das Material ist Latex. Bei sogenannten Pocket Pussys ist das Material, glaube ich, auch Latex. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man vielleicht diese Muschel vorher in warmem Wasser erwärmen sollte, bevor man sie verwendet. Bin ich mir nicht sicher. Die Größe ist eine Einheitsgröße. Die passt einfach allen. Das heißt, jeder passt da rein. Egal ob kurz oder lang, es kommen alle dran. Völlig egal, jeder kann diese Maske verwenden. Sie ist synthetisch. Ah, okay, na, nona nicht. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie biologisch. Echte Ware. Irgendwo amputiert vielleicht, man weiß es ja nicht. Und hier steht noch ein ganz interessanter Produkttipp. Es ist normal, Geruch für Latexmaterial zu haben. Leg es einfach auf den Balkon für ein paar Tage. Man fragt sich jetzt, welcher Geruch? Der Latexgeruch oder der Fischgeruch? Ich weiß nicht, an was ihr jetzt gedacht habt, aber es handelt sich hier nochmal um eine Muschel. Somit vermute ich natürlich den Fischgeruch. Wahnsinn! Freunde, was sind das für Verkleidungen? Wer von euch würde diese Maske aufsetzen? Aufsetzen, ich meine jetzt über den Kopf, Freunde, ja, über den Kopf setzen, nur um das klarzustellen. Wer würde das machen? Schreibt das bitte in die Kommentare, wer würde tatsächlich zu Halloween als weibliches Geschlechtsorgan, Muschel herumlaufen? Wer würde das machen von euch? Ich bin da sehr interessiert, zu was wir Antworten bekommen. Okay, ich habe genug Muscheln für heute gesehen. Wir schauen mal, welche Verkleidung es noch gibt. Oh mein Gott. Was ist hier nur los? Also Freunde, ich weiß es ja nicht. Also, aber als ich mich zu Halloween verkleidet habe, da war das noch ein Zauberer oder ein Zombie oder ein Monster. Was weiß ich, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir einen gruseligen, blutigen, abgetrennten Willi zu kaufen. Gibt's die im Set? Warum werden mir die da angeboten? Wie wird der angebracht? Haben wir vielleicht noch hier Fotos, wie sowas verwendet werden soll? Ah, wird zusammen gekauft mit diesem Kostüm? Okay, das heißt, man kauft sich als Basis diesen Kollegen hier, setzt den an und den abgehackten Willi, der kommt dann einfach unten drauf, oder wie sehe ich das? Im Set dann nur 16,53 €. Du bist dann quasi ein Zombie-Vergewaltiger, ein abgehackter Willi und eine... Ich weiß es nicht. Man merkt, die Kostüme werden auf alle Fälle kreativer als meine früheren Kostüme. Ich weiß noch nicht, ob die Richtung mir gefällt, in die es geht. Und das Beste ist, Freunde, mir wird ja hier auch noch ein Monsterzeug, aufblasbares Kostüm, Penis, Ganzkörperanzug für Erwachsene, Peniskostüm, Fasching, Motto, Karneval, Herren, Damen. Wieder eine Einheitsgröße. Ganz schön groß, diese Einheitsgröße. Also wenn es kalt draußen wird oder wenn es regnet, dann auf alle Fälle von Durex die großen Kondome als Regenschutz kaufen. Ansonsten wird es relativ schwer, da hineinzukommen. Das ist aber hinein. Also das kann mir keiner erzählen, dass das nicht gefotoshoppt wurde. Schaut euch mal diese Arme an, Freunde. Das wurde da einfach hineingefotoshoppt. Er schaut übrigens extrem selbstbewusst mit seinem Kostüm aus. Muss er auch sein. Immerhin hat er ein starkes Auftreten. Ich frage mich auch, wie ist das dann, wenn jetzt tatsächlich so ein klassischer Halloween-Party-Abend ist, die vorigen zwei Kostüme treffen aufeinander. Das heißt, wir haben zum einen die Muschel, die einfach mit der Muschel im Gesicht herumläuft. Und dann haben wir ihn hier, relativ erfreut, die Muschel zu sehen oder allzeit bereit. Wer weiß, wie auch immer man das nennen kann. Verlieben sich die? Ist das Liebe auf den ersten Liebe auf den ersten Blick? Wird das dann ein Halloween-Pärchen? Vor allem, die können ja nicht einfach so miteinander flirten.
das kann man ja nicht machen mit dem Club Liebe Freunde, da muss man extra noch weg. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass Halloween-Kostüme in die Richtung gehen heute, aber... Kennst du? Ja, also das ist mal für mich, liebe Freunde, das absolut richtige Kostüm für Halloween, weil es für mich einfach nichts Schlimmeres gibt als Lederhosen. In dem Fall ist das richtige Kostüm, passend zu Halloween. Einfach eine Lederhose anziehen und ja, sich von jedem ausbuhen lassen. Nein, Lederhosen werden natürlich von jedem gefeiert. Ich bin einfach kein Fan. Ich wurde schon als Kind da hineingezwungen und ich wollte das einfach nie. Kein Fan von Lederhosen, dementsprechend für Halloween Daumen nach oben. In diesem Sinne, wenn ich hier schon wieder dabei bin, österreichische Traditionen zu brechen und mich über Lederhosen aufzuregen, ist es Zeit, dieses Video zu beenden. Was waren da nur für Kostüme dabei, Freunde? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches Kostüm für euch das dämlichste von allen war, welches Kostüm ihr noch am ehesten anziehen würdet und natürlich, als was ihr euch zu Halloween verkleidet heute. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was meine Community vor allem so trägt an diesem wunderbaren Tag, wo es eigentlich um nichts geht, weil es eine Erfindung der amerikanischen Wirtschaftsindustrie ist. Völlig egal, warum wir das machen, es ist witzig und das ist alles, was zählt. Auch dieses Video war für euch hoffentlich witzig. Wenn es so war, dann lasst auf alle Fälle ein Like da, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wünsche euch ganz viel Spaß bei Süßes oder Saures. Aufpassen, wenn ihr fortgeht, nicht allzu viel Süßigkeiten essen, nicht als Muschel verkleiden und mit Betrunkenen unterwegs sein, das könnte ins Auge gehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.